So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Moonlighter. Und wie versprochen, gehen wir den Boss an im Wüsten-Dungeon. Und ja, dann gehen wir direkt mal rein. Schauen wir uns den mal an. Okay. Wird er wahrscheinlich irgendwo sein? Da ist er. Okay. Okay, da ist er. Oh, eine Raupe oder sowas. Oh, da wurde ich mal weggeschleudert hier. Ah. Aber, wow, die fliegen. Alter. Ah, der Kopf. Oh, der macht nicht mal Schaden. Shit. Alter. Die zählen aber ganz gut Leben weg. Ah, da kommen die blöden Flattermänner, die sind natürlich ätzend. Ah, Mist. Ah, hüpf doch. Ah, shit. Okay, drei Leben noch. Ah. Okay, einer ist weg. Der ist weg. Hm. Aufpassen hier. So, der dritte. Jetzt fehlt noch der letzte. Dann kommt schon. Dem Kopf können wir leider keinen Schaden zufügen. Das ist natürlich ärgerlich. Wo ist der jetzt hin? Oh, da. Oh, okay. Abwehren mit unserem Schild. Hm. Okay. So. Kleiner, aber feiner Kampf. Zack. Und wir haben den dritten Schlüssel ergattert. Wunderbar. Okay. Da ist die Truhe. Genial. Oh, die können wir nicht einsammeln? Warte, dann müssen wir was rausschmeißen hier. Da. Wollen wir nicht. Gesammelt. Wir müssen nur kurz gucken, dass wir nichts zerstören hier, was wir gebrauchen können. Also den nehmen wir mal mit und packen lieber dahin. Und den packen wir lieber dahin. Das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt rausgehen und nicht drauf geguckt hätten, hätte er wahrscheinlich irgendwelche Items zerstört, die wir hätten gut brauchen können. Gucken wir mal in die Truhe, was wir da so finden. Okay, hier finden wir natürlich die richtig coolsten Sachen. Also müssen wir überlegen, was wir weg haben wollen. Also das nehmen wir weg. Hm. Weg. Stoff können wir auch mal weg. So. Das holen wir rüber. Das holen wir rüber. Das holen wir rüber. Das holen wir rüber. Hier noch so viele Sachen, ne? Können wir nicht? Kein Platz für. Okay, müssen wir irgendwas opfern hier. So. Platz. Wir wissen ja eh nicht, was es ist, also von daher können wir das auch dann. So, aber damit wir nicht ganz traurig rausgehen, wir können natürlich wiederkommen, den Rest holen. Aber wir können auch das alles verkaufen. Na, wir lassen uns erstmal hier drin in der Truhe. Öffnet sich das Tor. Wir können jetzt nach Hause gehen, das abgeben und dann hier wieder hingehen und den Rest aus der Truhe holen. Klappt eigentlich immer. Ich habe einmal gehabt, das klappte das nicht. Da konnte ich nicht zurückgehen. Und dann war natürlich alles weg. Das war sehr ärgerlich. So. Jetzt kriegen wir die. Jetzt können wir in den vierten Bereich rein. Ich würde sagen, den schauen wir uns heute auch einfach schon nochmal an. Aber jetzt müssen wir einmal nochmal in den Shop rein. Oh, jetzt geht der dritte Schlüssel. Boom. So, jetzt wird der Großvater mit uns sprechen wollen. Er ist stolz auf uns, aber er findet es auch nicht gut, dass wir immer noch weitermachen. Das mag er gar nicht. Ein weiterer Wächter besiegt, ein weiteres Schloss im fünften Tor geöffnet. Du nimmst einfach keine Vernunft an. Was, wenn du das nächste Mal nicht zurückkommst? Ich werde allen sagen, dass ich gewarnt habe, aber ich glaube kaum, dass du auf mich hören wirst. Du solltest das, was du hast, etwas mehr zu schätzen lernen. Dein großartiger Laden schmeißt dich schließlich nicht von alleine.
Am Brett ist übrigens eine neue Erweiterung aufgeschrieben. Wenn du die Laden vergrößerst, kannst du einen Assistenten einstellen. Habe ich schon. Außerdem wurde der Tech-Dungeon jetzt von der Stadt geöffnet. Ich würde dich ja davor warnen, aber du hörst sowieso nicht auf mich. Also, ich gehe dann. Dieser alte Mann hat genug genörgelt. Na. Großvater, geh auf die Alm. Weg ist er. So, ist der Tech aufgemacht. Das ist unser letzter, bevor wir das große Tor aufmachen können. Jemen, was ist denn hier so Schönes? So, gucken wir uns den Shop an. Könnten wir jetzt die größte Erweiterung machen? 250.000 haben wir locker. Zahlen wir auch dafür. Je größer der Shop, desto mehr Produkte können wir gleichzeitig verkaufen. Und wir können mehr Inventar aufhängen, also Dekorationen. Dekorationen sind wichtig, um den Fluss und auch mehr Personen reinzubekommen. Perfekt, wir haben noch 174.000. Guck mal ganz kurz. Achso, ich kann mal den Banker fragen, den habe ich mal Geld gegeben. Guck mal. Haben wir 36% mehr. Jeden Tag wäre das ein bisschen anders. Wir könnten das natürlich jetzt mitnehmen. Ich habe ihm 20.000 gegeben, er hat mir 7.200 mehr. Nehmen wir wieder zurück. So, wir könnten ihm nochmal was geben, dann können wir wieder ein bisschen Geld verdienen, aber das machen wir jetzt gerade nicht. Jetzt wollen wir einmal zu dem Dekorationsheini, der sitzt ja hier unten. Hallöchen. So, was hast du denn da so? Komm, wir nehmen ein paar Sachen, müssen wir kaufen. Was ist das hier? Erhöht die Wartezeit der Besucher in der Warteschlange. Jeder Besucher legt sein großzügiges. Nehmen wir nochmal mit. Und die Geschwindigkeit nehmen wir auch mit. So, was haben wir hier noch? Verzögert den Lieferdienst. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Hatten wir ja schon. Verlängert die Öffnungszeit. Nehmen wir nochmal mit. Und erhöht die Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir auch nochmal mit. Ein bisschen Geld müssen, muss man ausgeben, damit der Shop auch lübt. So. Gucken wir uns den ganzen Shop mal an jetzt. Jetzt ist ja die größte Größe sozusagen. Ach, warte mal. Ich habe noch nie. Man könnte nochmal sich ein besseres Bett kaufen. Was kostet das? 70.000. Und dadurch ist alles etwas schöner. Oder wir machen nochmal einen Gebrauch. Lassen wir das Bett erstmal Bett sein. Und gehen mal in den Shop rein. Und das war die letzte Ladenerweiterung. Du hast dir ein ganz schönes Imperium aufgebaut. Wenn er meint. Wow, guck das an, wie schön es aussieht. So, wie man sehen kann, haben wir ein paar... Hier können wir auch Waren platzieren, aber hier kann man auch was sehen. Hier können wir nämlich was hinpacken, dass wir noch mehr Gewinn machen. Ach cool, wir müssen alles neu dekorieren. Das machen wir einmal. Also, wir wollen auf jeden Fall natürlich, dass sie mehr Trinkgeld geben. Deswegen kommt das da hin. Und da kommt nochmal mehr Trinkgeld hin. Hier kommt noch mehr Trinkgeld hin. Und hier? Geschwindigkeit wäre auch nicht schlecht, wenn er wäre. Müssen wir gucken. Was packen wir hier hin? Also, wir könnten natürlich uns ein Bild hängen, damit wir ein bisschen mehr Trinkgeld noch bekommen. Und hier hängen wir... Wir wollen keine Diebe, die hängen wir auch mal hin. Und noch mehr Kunden in den Laden können wir holen. Da sind es 10, die hier rumlaufen. Dann wird es jetzt 11 sein. Wir erhöhen die Geschwindigkeit ein bisschen. Der Kunden. Und ja, noch einen Menschen mehr. So, haben wir alle Dinge jetzt entdeckt, wo wir es aufstellen konnten. Ganz kurz hier rum. Glaube schon. Das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt können wir auch ein paar Sachen wieder verkaufen. Jetzt müssen wir natürlich einmal schauen, denn die ganzen neuen Sachen, die wir vom Wüsten-Dungeon haben, da kennen wir die Preise ja noch gar nicht für. Also, gucken wir mal. Hier gibt es starker Levitationskern. Das ist bestimmt, dass man verkaufen kann. Aber wir können auf jeden Fall die Wüstengeschichte verkaufen. Und wenn wir uns mal alle drei mal rein. Und wenn wir uns das mal angucken hier. Können wir sehen, die schrabbelt an der 16.000. Das heißt, wir würden die für... Wir packen die mal für 15.000 rein. Die auch. Machen wir mal 16. Wir gucken, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, dann kann man es immer noch runter machen im Preis. Und hier auch nochmal 16.000. So, und dann diese Steine. Keine Ahnung, was wir dafür bekommen. Die Steine sind da im gleichen Preissegment, das heißt, hauen die auch für 17.000 rein, so.
So, hier haben wir auch was. Hier würde ich natürlich was Niedrigeres reintun. Denn wenn es geklaut wird, dann weg. So. Hier oben haben wir noch mehr. Boah. Ich glaube, jetzt verdienen wir echt mal einen Arsch voll Geld hier. Was ist das? Naya-Notizen. Gucken wir uns die Naya-Notizen mal an, was die wert sein könnten. Oh, die sind gleich im Segment. So. Okay, ich würde sagen, wir öffnen den Shop mal und schauen, was passiert. Zack! Heftsüchtig sind wir. Also hier ist ein ganz schön großer Wert drin, wie man sieht. Okay, der Preis war okay von den Büchern, ja. Perfekt. Und man sieht, wie viel Trinkgeld die oben drauf ballern, ne? Das ist schon der Hammer. Also wir haben 60% mehr, die wir bekommen. Und die sind auch schneller geworden, die Leute. Kriegt man auch immer wieder mit. Okay, da hinten habe ich zu günstig die Steine. Oh, da habe ich gerade nicht gesehen. War irgendwas zu teuer? Wahrscheinlich, ne? Oh, hier. Packt. Oh, hier wird auch nicht verkauft. Auch, mein Gott. Der Rubel rollt. Oh, da hat jemand die Naya-Notizen. Wie Geld? Na komm. Achso, ich habe noch ein paar Sachen, die ich reinlegen könnte, ne? So, pass auf, die behalten wir. Weil da haben wir ja den Auftrag angenommen. Ach komm, hier ein bisschen. Kleinvieh macht auch Mist. Oh, wieder so ein blöder Gangster. Möchte den Gangster? Den müssen wir natürlich ein bisschen verjagen. Wagt es ja nichts. Ach komm, ich habe dem Speer gar keinen Preis gegeben. Wahrscheinlich schon seit... Hier. Oh ne, das ist zu viel. Oh, 500. Noch ein beschissener Dieb. Oh, da sind zwei hier drin. Okay, die sind zu günstig. Okay, jetzt geht's los hier. Vieles hier nicht mehr zu holen, aber die Leute kaufen und kaufen. So über eine 500.000 haben wir schon. Jetzt gar nicht so viel eigentlich mehr in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, aber weil die Schmiede, der Schmied kostet richtig viel Asche jetzt und die Verzauberungen gehen auch mal in die fünfstelligen Bereiche. Kram rein. Nein, oh, das war das Verkehrte. Sollte da nicht rein. Ei, 600.000. So, ich würde sagen, wir haben alles verkauft. Oh, warte. Ich weiß gar nicht, ob ich noch hinten was drin habe im Lager. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch was drin haben. Glaube aber nicht. Nee. Gut. Schließen wir den Laden, das kann man nämlich auch machen. Müssen wir nicht so lange warten. Und, naja, fast eine 500.000 Umsatz gemacht an einem Tag. Das lässt sich doch sehen. So, jetzt gucken wir ganz kurz mal hier zum Schmied. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich jetzt schon... Ich kann auch nichts kaufen, weil mir fehlen die Materialien noch. Aber die Kohle habe ich schon mal da. Also, wir checken nochmal aus. Wir wollen gerne das Ding haben. Das liegt bei 192.000. Wir könnten natürlich auch diese machen. Die würden natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Aber wir hätten natürlich mehr... Leben. Wir warten erstmal, bis wir den kriegen. Dann haben wir hier.
macht von 250 400 Schaden, das ist natürlich richtig viel. Und der Bogen. Der Bogen würde mich auch mal interessieren hier hinten. So, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Shop rein, in den nächsten Dungeon rein. Getränke haben wir nämlich genug. Aber wir können noch ein bisschen was rausladen, damit wir auch genug mitnehmen können. Hier. Ja. Nee. So. Und dann packen wir das. Alles rüber. Außer die Getränke. Zack. Ja. Ich bin gespannt, wie der neue Dungeon aussieht. Der Tech-Dungeon. Also. Und was mit Technik? Schauen wir mal. Hier. Technologische Dungeon. Blup. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel danach vorbei ist oder ob man dann immer noch weiter. Man kann ja immer noch farmen gehen, wenn man will. Und sich ausrüsten bis zum Ende. Aber ich hoffe, dass es dann mal ein Update kommt oder so. Wenn es denn das fünfte Ding durch ist, dann ist das Spiel ja auch sozusagen durch. So, okay, das sieht ein bisschen anders aus hier. Gut, probieren wir mal aus. Ah jo, super. Ich denke, warum mache ich keinen Schaden? Liegt daran, weil ich einfach hier mit meinem Schwert habe. Oh. Okay, das ist natürlich scheiße. Okay. Aber man kann das schaffen. Ich muss jetzt einmal kurz überlegen, wie ich hier am besten spiele. Ach, guck mal. Okay. So, alles neue Gegner. Müssen wir mal schauen. Eieiei. Nichts gegen Technik, aber das geht ganz gut rein. Also okay, Wasser auf dem Boden, das macht dann auch platt. Und mal gucken, ob man sich irgendwie wehren kann gegen dieses Schild. Ob ich da irgendwas ausrichten kann? Ah! Scheiße. Vielleicht das Fünf. Hinterbleiben kurz mal. Schauen wir kurz mal ein. Ah, ist genauso wie das andere Ding, bloß eben, dass er sich, also genau wie das aus dem Wald-Dungeon, bloß dass er sich dreht. Einer wird zerstört. Was eingesammelt hier? Ah! Okay. Eieiei. Ei, ei. Okay. Da müssen wir. Den können wir nicht treffen, wenn er sich entmaterialisiert, würde ich sagen. Okay. Wir gehen mal hier weiter rein. Oh, jetzt gehen wir schon eine Etage höher. Oder tiefer. Das ist natürlich echt hart, denn wir sind auch gar nicht so gut ausgestattet. Aber vielleicht können wir ja ein paar Sachen farmen, die wir brauchen könnten für meinen guten Bereich. So, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir genug Kohle haben, wir dabei. Gucken wir uns kurz, was wir hier brauchen können. Also guck mal, das hier zum Beispiel, das brauchen wir für irgendwas. Deswegen packen wir das schon mal da hoch, damit, falls ich drauf gehe, das nicht verliere. Okay. Gehen wir nach unten. Tank lieber nochmal sicherheitshalber ein bisschen Leben. Ah, super. Haha, meine Regel gebrochen mal wieder. Warten, um zu sehen, ob ein Brunnen kommt. Mist. Oh oh. Hier drüben hin. Handachse. Ja,
jetzt auch kaputt. Komm hier leider nicht mehr weg. Ah, das war's. Scheiße. Alles verloren. Außer das obere. Ah, ist ärgerlich. Aber da müssen wir irgendwie. Da muss man was anderes finden. Also das ist wirklich sehr hart, gerade das mit dem Strom. Gucken wir mal, ob man sich da irgendwie anders schützen kann. Spuckt mich aus. So. Wir gehen trotzdem mal kurz rein, wir haben zwar noch zwei Leben, aber wir fahren ein bisschen was unten in der unteren Etage nochmal, dass wir ein bisschen was haben. Und dann gehen wir erst zurück zum Shop. Würde ich mal so sagen. Oh, das war ja ärgerlich, ne? Aber naja, das, man muss ja auch erstmal sehen, wie die Gegner sind. Die sind sehr hart hier. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen hochpowern wieder. Ja, auch nicht ganz, wie man... Okay. Und die so ein bisschen besiegen soll. Die sind schon sehr stark, die Gegner, muss ich sagen. Den ist auch dann hoch hier. Ja? Auf irgendwas gekommen. Bringt uns jetzt nichts, da zurückzugehen, denn das sind ja Sachen, die wir schon haben. Okay. Ah, das ist ein Schleimi. Hast du diese. Komm hier auch nicht weg. Hier so. Ach, der macht diese. Der holt diese Schleimhänger auch wieder ran. Ich glaube, wir müssen jetzt leider uns zurückbeamen, weil sonst wird es uns nichts hier. Was kostet das hier? Es kostet schon 12.000, sich wegzubeamen. Aber das müssen wir machen. Ach. Denn ich glaube, die sind zu hart. Wir müssen erstmal ein bisschen noch ein paar Sachen farmen und eine bessere Ausrüstung holen, die auch ein bisschen mehr Wumms macht. Also unser Schaden ist ja wirklich gering gerade. Und irgendwie das Schutzschild bringt jetzt gerade nicht so viel. Gucken wir mal, ob wir irgendwas gefarmt haben, was wir nicht gebrauchen können. Machen wir mal nach. So, es fehlt uns das noch. Stoffrüstung 3 haben wir ja. Wir bräuchten ja, wenn, eine Stoffrüstung 4. Nee, nee. Quatsch, wir können die hier. Ich bin jetzt immer nur die Stoffrüstung. Ich dachte, ich hätte schon die dritte gehabt. Nee, ich hab nur die zweite. Ah, okay. Macht das Sinn? Lass uns die mal kaufen. Dann machen wir hier die Markierung drauf. Guck mal, hier die Markierung weg. Weiter runter. Ja, gehen wir noch nicht. Gut, unsere Ausrüstung. Da fehlt uns noch irgend so ein Klimbim-Kram von unten. Okay. Haben wir noch nicht? Müssen wir noch finden.
Schwert haben wir nicht, aber unser Bogen. Was ist mit dem Bogen? Wir finden uns auch dieser Klimbim-Kram. Okay. So, wir haben ja ein bisschen Kohle gesammelt. Gehen wir schnell zur Verzauberin. Und schließen diese Folge auch ab. Heute mit etwas kürzer. Und der müsste ja auf jeden Fall unsere Rüstung verzaubern, müsste sie können. Vielen Dank. Ah. Nicht so viel Sinn. Ruhe. Ja, komm, ein bisschen machen, wir haben das Geld ja. Was soll's. So, jetzt haben wir 400 Leben. Gut. Ich habe jetzt so viel Geld. Ich glaube, ich kaufe mir doch dieses komische Bett noch hier. Und dann noch besser schlafen. Dann nehmen wir auch die Kasse noch mit hier. Goldene. Und noch die große Truhe. Perfekt. So, den Rest schauen wir uns jetzt mal im Laden an. Wo ist die schöne neue Kasse? Und dann platzieren wir ein paar Sachen. Also, wir wissen nicht, was wir hier alles verkaufen können. Wir kennen die Preise ja überhaupt nicht. Wir müssen mal reingucken. Blechkram. Bei 500 an. Setzen wir es mal bei 1000. 2000 rein. Kann übertrieben sein, aber was soll's. 1000. Vakuumröhre liegt schon bei 6,5. Erst machen wir das Ding mal locker für 7 rein. Hier die Platten. Oh, die sind jetzt nicht so groß, aber ich mache für 1000. So. Rüber. Hier. So, ein paar Sachen kennen wir ja schon. Also Batterie zumindest. Aber locker für 7 reinsetzen. Wolframspule. Okay, ist drüber. Dann machen wir das mal für 9. Für 10. Ist doch mal Schnabber. So. Den Rest. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja. Den Rest packen wir hinten in unsere Truhe. Hoch, so rum. Gut, und dann gehen wir da raus. Jetzt noch ein paar Tränke holen. Ja, und das war's dann für heute, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann gehen wir den Tech Dungeon mal richtig an.